Okay, Adolf. Dein Maul. So, mal kurz checken hier. Ja, Test, Test. Thorsten Keupers ist mit dabei, okay. Ja. Das sollte funktionieren. Mikrofon muted. Jetzt schon wieder los. Mikrofon activated. 16 Leute schon, jawohl, das ist das SOFRS für die IMSA. Ist das hässlich. Oh je, jetzt geht's los, jetzt ist der Wendel da. Ach du Scheiße, mitten im Stream platzt da mal wieder rein. Wenn er mal da wäre. Er putzt hier nur. Er sagt nichts, er putzt hier nur. Hallo? 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 Die Putze ist da. Hey. Hallo? Wo fährst du? IMSA. Warum? Weil wir Bock drauf haben. Serie? Ja, das Wo? Auch. Beste Multiklasse. Warum? Weil es so ist. Okay. Es gibt keine bessere Multiklasse mehr. Nein, ja, doch. BSS und BES, das ist ja. Das ist keine Multiklasse. Klar, das ist Multiklasse. Nein, sind alle Autos in einer Klasse. Ja, jetzt der Tür und McLaren sind OP. Ah, bist doof. So. Hat ihr da jetzt Road America das Rennen? Mhm. Ja. 17 Leute sind registriert. Jawohl, das wird was. Apex Academy GT3. Waren die da ein Rennen? Macht Apex nicht das McLaren Setup? Achso, das Setup Session auch, ja, das glaube ich. Mit. Würdest du das jetzt mal angucken, würdest du am Sonntag gewinnen? Also bitte. Okay, bei der Fahrerbesetzung, die momentan Pre-Quali gefahren ist, User left your channel. Geht der einfach. Ist okay. Warum? Ach, hast du gefahren? Es sind nur 10 Leute gefahren, glaube ich. Bisher oh. Pre-Quali. Und Sonntag ist ja Trend schon, ja? Also. Gut, die fahren morgen nochmal oder so. Keine Ahnung. Justin Hopper, Race Talk, was ist los hier? Fährt nicht. Ja. Die steigen alle hier um auf den. Renault. Hallo. Oh, Renault, es ist ein Kackstole, ist ein Pussy-Auto. Was für ein, Pussy-Auto? Formula 1. Renault. Fahr jetzt erstmal eine Runde. Pussy. Warum Digga, Pussy? Kaum IMSA. Ja, hab ich die Strecke, du Vollidiot? Hast die Strecke ja. Immer noch nicht. Hab ich nicht. Hallo, 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 ja, Streamer, bitte, ja. Bitte macht besser, gib bitte besseren Umgangston okay. Ab, ja? Okay. Halt deinen Maul jetzt, wenn du mit mir redest. Echt so, Alter. Hier will jemand streamen. Der Hund hat da gelitten. Ich hab einen Arbeitstag gehabt. Oh ja, Alter, hör mir auf. Ey. Ich will einfach nur fahren. Geil. Okay. Da komm mal bitte nicht, IMSA. Nee, ich fick jetzt alles auf Spa, ey. Darf nur nicht mein Safety Rating flöten gehen. Vielleicht wird er auf D-Lizenz runtergestellt. Dass B und dann D kommt, alles klar. Nächste bitte. Er hat A. Welch? Also, ne, er. Er hat ja A.
Weil der David hat es geschafft, ja den einen Rennen. Der ja. David hat es geschafft, disqualifiziert zu werden. Ich hab mir auch gedacht, okay, jetzt die letzte Runde in Spa, schön langsam. Dann kriegst du deine A-Lizenz. Nee, dann ruhig bremst einfach mal einer. Ich glaube, Offi denkt, dass du über ihn geredet hast, Fabian. Nee. Nee, ich meine so, mit David mal ist Hund der Schüler. Was? Ich wollte ihn disqualifiziert. Naja, was? Ich kann dir die Results zeigen. Wo wurde denn der Kiss qualifiziert? Ja, Imsa. War aber doch nicht meine Schuld. Doch. Nein. Du hast die Inkster geholt. Nur 12 Inks waren meine Schuld. Nur, weil es sind zum 10 zu viel, ey. Ja, weil ich einen an Reifendruck gefahren bin. Ich hab ja gesagt, nimm mal einen Reifendruck. Ich hab hoch. Links und rechts den gleichen. 145. Idiot. Ich hab gesagt, ich mach rechts schalte einen höher. Aber wieso sollte ich denn rechts einen höher machen, wenn links stärker abgenutzt wird? Weil links stärker belastet wird und dadurch Sperma wird und dadurch mehr Luft entsteht im Luft, im Reifen. War ich jetzt von Medium Downforce. True. Weil Rechtsseite wird nicht belastet, da kommt auch keine Luft rein, weil er nicht erwärmt wird. Deswegen kriegt rechts mehr. Ja, aber wenn er dann mehr. Weniger Pickles hat, dann würde er doch auch weniger. Ja. Nee, nach dem Rennen waren alle vier Reifen Gleis 4 mit Luft drin. Okay, werde ich gleich. Ey, wenn man eigentlich in einem Auto die Boxengasse verlässt, was passiert dann? Immer was? Hä? Ja, wenn man in der Boxengasse ist, so No Collision Zone. Ja. Wenn man dann. Wenn man dann durch ein Auto fährt und dann zusammen in der Box raus, was passiert dann? Ich denke mal, bleibt so lange noch No Collision, bis man sich auseinandergezogen hat. Glaube ich. Aber ich hab's noch nie getestet, das heißt, ich hab den gar nicht. Ja, bleibt es. Ich hab's letztens gehabt. Aber allerdings solltest du aufpassen, wenn ihr nebeneinander fahren. Was da schön in. In Sebring zum Beispiel kannst du nicht zusammen rausfahren. Ja, wenn's Spa meinte ich halt jetzt. Ja, was hat man denn für eine Ausfahrt gerade bei Spa? Unten. Die kurze oder die lange? 24 Stunden. Also unten, Classic Pits halt. Oh, und Auto weggeworfen. Erstmal Quali-Ergebnis gucken. 9. Okay. Ich sah einen Reifendruck aus, in Ordnung, denke ich mal. Nicht, dass wir gleich mal den Druck runterdrehen müssen, weil das Wetter jetzt viel wärmer ist. Also wenn überhaupt. So, Stream ist überhaupt noch. Ich glaube schon. Da eh keiner zu. Der Typ ist gut gelaunt. Och ey, das ist doch. Was ist. Ich glaube, ich muss mal iRacing neu installieren, ey. Ja, weil seit gestern oder vorgestern, immer wenn die Rennsession ist, klicke ich auf Waze. Ja. Und ich werde nirgendwo automatisch mehr reingeworfen. Ich muss immer auf Waze klicken. Wenn ich dann Waze klicke, kriege ich einen Exe-Fehler. Ja, ist relativ häufig. Hey, guck mal, das Wetter. Wie scheiße es doch ist. 30 Grad, na immerhin, ne? Ja, ist doch nicht. Jetzt Alter, 20 Leute. 10 C7s oder was? Ich guck grad mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Das war wohl nix. Also fahren alle C7, verstehe. 2 Ford GTs und 6 Ruf. C-Spec Ruf oder? Ja. Hallo, ich will jetzt Session wieder joinen. Wer macht er? Wieso Renault? Formula Renault 2.0 Championship at Spa. Bin ich jetzt in dem Stream drin oder was? Hä, wie? Ja, hier oben wird mir angezeigt, Formula Renault 2.0 Championship at Spa on Air. Ach so, ich glaube nur das Topsplitten. Ich glaube nicht, dass du Topsplit werden kannst. Doch, ich bin bei Formula Renault schon im Topsplit ein paar Mal gelandet. Na, dann guck gleich mal, ob du da drin bist. So, diese Uhrzeit ist unwahrscheinlich.
locker 20 Leute, die über 2000. Wow. Ja, bei dem Wetter, ne? Lohnt sich fast irgendwie da nicht zu wechseln. Wie Grad habt ihr? 30 Grad Luft, 30 Grad Strecke bedeckt. Bitch, please. So, ich glaube, ich kann jetzt kein Qualify einfach. Ach ja, die warten ja immer auf mich, bis der letzte connected ist, dann geht's in die Session rein. Nein. Team, der war. Ja, aber ich hätte doch Exit-Fehler gehabt, da geht doch eine Minute Zeit drauf. Ja, das ist 3 Minuten Training und 8 Minuten. Das haben die ja schon verlängert. So, David. Du, David, du kannst jetzt raus. Na, rein wieder. So, dann denken 3 Liter Verbrauch. Heißt, wir nehmen 15 Liter mit. Oh, ich muss erstmal reconnecten. Aber Road America lädt schnell, das ist schön. War auch eins der ersten Schrecken in iRacing. Jo. Ich habe auch letztens mal nachgeguckt. Ich habe iRacing irgendwie zweimal installiert bekommen. Das Witzige ist, einmal auf einer normalen Festplatte und einmal auf der SSD. Allerdings das, was gerade verwendet wird, ist natürlich das auf der normalen Festplatte. SSD macht eh nichts aus. Doch, es macht was aus. Nicht an den Ladezeiten. Nee. Nein. Nein. Nein, ich habe selber auch schon ausprobiert. Das heißt selber, ich habe es auf der SSD. Also es hat, nein. Macht keinen Unterschied. Ich lasse es heute Nacht. Dann lege ich mal iRacing neu. Lass du mal den Downloader laufen. Dein Video ist. Heute Nacht mal das Video hochlädst. Das Video ist schon hochgeladen. Das habe ich ungefähr vor einer halben Stunde veröffentlicht. Ah, das heißt. Ja, gut, dann von einem Stunde. Gleich mal distracken. In deine eigene Runde. Ja, die war schlecht. Ich hätte noch eine Sekunde früher hinfahren müssen. War aber die schnellste. Ja, gut. War aber mit euch auch nicht schwer. Trotzdem ist Glacier Racing schneller als uns drei gefahren. War ja schon ein Klassenunterschied. Ja, also bitte, die sind 7000 i-Rating. Ja, nichts zu sagen. Und wahrscheinlich ganz geiles Fanatec und so. Ich könnte auch Wookie in iRacing sein und der totale Überpro. Das ist genauso wie in CSGO. Ja, dann fahren wir da. Ja, aber wenn man 7000 iRating hat, ist es schon ziemlich wahrscheinlich, dass man. Ja, klar, dass man. Ja, aber ich könnte auch weiter normal fahren, könnte auch 7000er Rating haben, vielleicht Klasse A und die sind trotzdem schneller als ich. Das meinte ich damit. Ja, aber mit dem Tempo, was wir in Sebring hatten, kommen wir nicht auf 7000 iRating. Nein, das stimmt auch wieder. Ja, das Tempo, was wir mit den 3s drauf haben, damit können wir hochfahren. Boah, damit hätten wir, da hätten wir locker führen können. Ich habe auch mal so vorgestern mal ein paar der höheren Splits geguckt. Das Wetter ist ja nicht synchronisiert, aber trotzdem, meine Zeiten zumindest haben gestimmt, um ganz gut mitzufahren. Es ist eigentlich in Spa schneller, wenn man die Curves nicht mitnimmt. Also die, ich meine jetzt nicht den ganz unten in der Senke. Also Rouge jetzt oder was? Ja, ja, Rouge. Also den Curb da rechts willst dann liegen lassen. Aber dann den links wieder klar, ein bisschen mitnehmen. Alles klar, ich starte von hinten. Okay. Wieso? Abgekürzt und schafft keine weitere Runde, weil noch 4 Minuten sind. 4 Minuten kriegst du locker eine Zeit noch hin. 3 Minuten 20, meine Entschuldigung. Du redest trotzdem in der Runde hin. Nee, schaffst du nicht. Du wärst doch 2,20 hier. An der Zeit im Durchschnitt. Ja, du hättest auch einfach weiterfahren können. Ich hab aber in der Camel Straight bin ich vom auf den Rasen gekommen. Da kannst du trotzdem. Okay, dann nicht. Siehste? Ja, ich dachte so, Plausimor vielleicht, ne, aber ja, da hinten. Nee, dann hätte ich es weiter nicht weitergefahren. Bist du gerade auch langsamer von den Zwischenzeiten als sonst? Weiß noch nicht. Ach, bist du noch gar nicht auf den Gezeiteten? Nee, ich fahr grad letzten Sektor.
Optimum ist momentan bei der 2-1. 1,59,0 ist bei mir Optimum. Was? Na, das wird jetzt aber nicht die optimale Zeit. Bin mal gespannt, wann Marius A wird. Er hätte ja gesagt, er fährt diese Woche auch ein bisschen Sebring, aber... Ja, das soll TS kommen, das soll fahren, aber bald ja, ist irgendwie nee, egal, nix. Wie gesagt, wenn er sich, wenn er nicht fährt oder so, dann wird er auch nicht für die Rennen eingeplant. Dann kann er sich vor Vollend abschminken. Zeig's ihm, Digga! Der ist aber wirklich so. Er hatte letzte Woche groß angekündigt, oh, wir werden A, wir können Sebring fahren. Ja, ich hab den diese Woche nicht einmal fahren sehen. Aber er ist zumindest mal C, also morgen könnte stattfinden, wenn er dann da ist. Ja, C, aber er wollte mindestens B werden jetzt diese Woche. Kann A werden. Das sollte er ja für NRL, ne? Auch. Das ist doch schon diesen Sonntag, oder? Ja, wir sind aber noch nicht angemeldet. Ach so, ja, dann kann ich bei EEC noch Spa 2 Stunden Rennen fahren. Was fahren die denn? GTA 2 oder? Automobilista. Wir haben den GTA 3 Mod schon geupdatet auf Automobilista. Ja, nee, wir fahren vielleicht beim nächsten einfach mal mit, aber dieses Rennen und dort fahren schaffen wir auch noch nicht. Nein, nein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Sonderzeit habe. Mit dem Mazda? Nee, da fahren wir AMG. Da fahren wir GT3. Da gönnen wir uns. Jetzt von hinten. War schön safe, dir sicher. Richtiges Scheißwetter, muss ich sagen. Ah, letzte Kurve noch Zeit verloren, Zehntel. Fuck. Nur Dritter. What the fuck? Hä, wie fahrt ihr denn 1,59 bitte, Mann? Wetter ist doch mega scheiße. Na, okay, es wäre eh da geblieben von der Zeit her. Digga, fährst 2 Minuten 9, hast du überhaupt Tank abgelassen? Ja, hab ich. Anscheinend nicht. Doch! Wie sah ein Reifen aus? Ja, kann man so nehmen. Ich weiß nicht, ich muss das nachher mal angucken. 1, 2, 3, jawoll. Der Häkel ist auch wieder dabei, der hat es erstmal in der Zeit geschafft. Mhm. Thomas Silbernagel. Was zum Fick, Alter. 59,6, also in Ordnung. So, stream ich noch? Guck. Digga, 3 Zehntel Unterschied und 4 Positionen, ja, ich glaube, ich werde nicht mehr. 3 Zehntel mit der Karre auf der Strecke, ja, das guck. Ist nix. Guck mal deine Zeit an, wärst du 1 Zehntel schneller gefahren, wärst du jetzt, oder sagen wir mal 2, wärst du jetzt auf Platz 4. Ja, so eng. Danke, dass du mich erinnerst, dass ich den ersten Sektor verkackt habe. So richtig eng, so eng. Ich habe 4 Zehntel im ersten Sektor verloren. Dafür habe ich eine geile Lackierung. Hoffi, du musst dem Typen unbedingt mal Sauerland-Lackierung geben. Das geht ja mal gar nicht, weil der mit was Hallo, ich habe eine geile Lackierung. Ich habe nicht die Monster-Lackierung. Ey, für die C7 gibt's auch keinen Skin, Mensch. Oh. Feels bad, man. Also ich weiß auch nicht, warum ich letztens aus Langeweile Mazda, Falken und Flying Desert gemacht habe. Busfink? Wer ist denn Busfink? Ben Rowan? Ach du... Kacke. Was ist das für ein Lappen? Oliver Berger. Busfink ist ein bisschen bekannt schon international. So, wie viel muss ich nachher nachtanken? 25? 30. Ich hab in meinem Split die Nummer 23, wahrscheinlich Top-Split. David meinte letztens auch, er würde Mazda Cup Rennen mit Pro WC Fahrern fahren.
Bin ich, ja? Wer? Bist du nicht? Können wir gleich alles mit nachgucken. Leuten mit 7000 I-Rating. Welche Serie? Rookie Cup, Virtual Racing School. Ja, das ist doch nicht schwer, ey. Das passt, jawoll. Ich hab für die vierte Position fast 100 I-Rating mit. Natürlich bin ich mit besseren Leuten gefahren. Digga, wenn du gewinnst, kriegst du immer so viel I-Rating. Ich hab nicht gewonnen, ich war Vierter. Oh, dasselbe, ey. Boah, ist ja am Bunny-Hoppen bei mir. Hau ab, Alter. LOL! Wir fliegen Formula Renaults durch die Gegend. LOL. RIP Connection. LOL. 26,5 Liter müssen reichen. Ja, ich bin dann mit vorhin 2 Liter über Ziel gekommen. Ja, ist doch gut. Oh, es kommt schlecht vom Fleck, Alter. Ja, Digga, der. Die anderen, die fahren aber nicht den Benzinschwarmmodus hier. Ja, die haben erst einen kurzen Gang. Schade, dass du meinen Lackierung nicht siehst. Nee, du bist zu langsam. Sie ist halt richtig, dass du. Ja, okay, ich hab's gesehen. Es gibt 2 von den Skins, ne, hier in dem Rennen. Guck mal neben dir. Nein, der neben mir, der fährt Logitech, der fährt einen ganz anderen Skin. Na, die Nummer, glaub 9 war das. Ne, 7. Guck mal da hin. Nummer 7? Die müsste irgendwo schräg neben dir sein. Fährt was anderes, fährt schwarz, ist orange. Ist hier orange-grün. Mazda Skin? Doch. Ja, orange-grün ist aber Logitech. Das ist nicht das, was ich fahre. Und der hat auch nicht diese Status. Shut the fuck up, mofo. Kannst du dir später im Replay auch angucken. Oder werden wir dich überholen. Ist der Alex eigentlich hier drinne? Klappt nicht mehr. Wer ist noch alles hier drinne, außer wir drei? Ich glaub niemand mehr. Och, was? Junge! Machst du da? Oft weg! Willst du mich verarschen? Nur weil ich Platz gemacht habe! Ja, sorry, deine Mutter, Alter! Jungs, das wird ein geiles Rennen. Ja, mit der Stimmung. Thanks for fucking my safety. Here's my friend. Der muss schon wieder Gas geben und anzuschließen. Irgendwie habe ich jetzt schon mehr Lied, fast so viel verbraucht. Man startet doch mit. Mit 45,6. Ja, ich habe fast 1 Liter jetzt schon verbraucht. 5 Inks, ey, wegen diesem Hurensohn, ey. Hoffentlich kriege ich wenigstens Plus. 5 Inks? Wie kriegt man denn 5 Inks? Ja, indem man, in der Schikane mal einfach einen voll hinten reinballert. Wieder cool. Eines gerade bei mir gemacht hat. Ja, dann kriegst du trotzdem nur 4. Selbst wenn du dann. Ja, abfliegst. Ich hatte aber vorher ein Ink beim Start in der Rouge, weil ich da ein bisschen raus musste. Achso. Das war aber alles im Rahmen. Und ein bisschen so. Ne? Ja, kann man so sagen. Ich leide wahrscheinlich. Letztens auch. Einer schießt mich ab. Hatten die gleiche Anzahl an Inks. Ich krieg minus, er kriegt plus. Da habe ich mir nur so gedacht, alter, iRacing verarschen. Ist ja, weil so. Er öfter Dixons, öfter viele Inks hat. Ich glaube, du musst auch einfach nur unter deinem Durchschnitt bleiben, um Plus zu kriegen. Ich fahr einfach meine Runden, Junge, wenn einer schneller ist, lass ich den halt ziehen, ey. Will nur endlich A werden. Auf Mazda habe ich keinen Bock, weil mich die Strecke ankotzt mit dem neuen Mazda. Fahr doch BSS. Ja, auf so lange Distanz habe ich auch irgendwie keine Lust. Cadillac Cup ist geil, aber Cadillac zu selten. BSS fährt. Also 40 Minuten, ne, weiß ich nicht. Gutes Training für dich. So gutes Training. Ich weiß nicht, wie die GT3s fahren muss. Wie jeder eine Holzleitung als Reaktion hat, übel. Ja, du fährst auch.
Frederik, what the fuck? Ich finde halt Formula Renault aus Spa ziemlich scheiße, ey. Muss Brands Hatch oder so fahren, dann macht das viel mehr Spaß. Making it free work was not a good idea. Really, nigga? Really, nigga, dein Ernst? Alter, meine Fresse, Junge. Schon wieder richtig geiles Rennen hier. Maybe break next time in this fucking corner. Das Salt. Gleich kommt von ihm nur Shot the fuck up. Fucking moron. Jo, jetzt geht's ab, Ey, David. Das wird nicht beleidigend, muss mal viel ruhiger sein. David, lass mal morgen CSGO spielen. Nein, ich will kein CS. Erst, also nur mit meinem Team. Sonst regen mich die Randoms auf. Dein Team hast bestimmt auch nichts mehr zu tun, oder? Doch. Aber du zockst ja kein CS mehr. Ja, aber die finden es gut, dass ich gerade Pause mache. Warum? Weil das scheiße ist. Nein. Weil immer wenn ich aus dem Urlaub gekommen bin, bin ich stärker gekommen. Jo, weil auch iRacing deine Zielgenauigkeit verbessert. Ey, Bing, Digga. Zielgenauigkeit ist nichts. Ist, wie heißt das? Ah, oh, wie heißt das schlaue englische Wort dafür? Das ist sowieso gespeichert. Dein Aim verlernst du nie. Muss einfach nur ein bisschen länger Warm-up am ersten Tag spielen, aber dein Aim verlernst du nicht. Ja, das verlernst du nicht. Es gibt was halt Leute. Was man verlernen könnte, sind die Taktiken und sonst was, aber das passiert mir auch nicht, weil ich mir abends meistens ein, zwei Pro-Matches angucke. Vorzugsweise Virtus Pro und Navi. Boscha Bizeps. Navi, ne, die kommen aus der Ukraine, oder? Navi, ja. Ja. Virtus Pro nicht. Virtus Pro sind Polen. Wie war der eine nochmal von Virtus Pro? Der so richtig aussieht wie so ein Monster, Alter. Monster. Ja, weiß ich jetzt nicht. Er hat total zersauste Haare, Bart und so. Zersauste Haare, Bart. Das ist der schönste von allen, Tess. Jawohl. Danke. Hab ich da einen Alex gehört? Ich glaube auch, aber... Hä? Bei DC7 ist das nicht gut, dass wir 12 Leute sind, ey. Die Leute schießen sich hier nur ab. Und der eine, der hat schon den nächsten rausgedreht beim anderen Mann. Musst du doch erwarten, dass die Leute vor ihm früher bremsen oder so. Aber bitte achte auf deine Wortwahl. Ich bin so ein Hurensohn, einfach nicht bremst. Hallo, Wortwahl achten. Hurensohn. Erstmal von Twitch gebannt. Grund, schlechte Wortwahl. Das riecht nach schlechte Werbung. Nicht kannst du auch auf YouTube sagen, mach doch Nico auch, du Hurensohn. Na und, du bist halt der Hure, du bist halt der Sohn einer Hure. Das ist keine Beleidigung, das kann ja auch eine Tatsache sein. Vielleicht fühlen sich ja welche angesprochen im Video. Eine Feststellung. Oh, 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 oh. Zum Beispiel, wenn Fabian ins Kopf Videos guckt, dann fühlt er sich ja angesprochen. Oh, Mann. Für dich war es nie wieder. Das war zu viel. Hallo, Stream. Hallo. Who is streaming? Me. Wascher Englisch. Ja, morgen BS will es auch streamen.
Affi, hör auf, dein I-Rating hochzufahren. Ich will, dass wir beide in einem Quid sind. Ich weiß gar nicht, was ich für ein I-Rating hab. Ja, wahrscheinlich mehr als Marius jetzt. Wie viel hat Marius? Ich glaub 1500. Ich hab auch so 1600, schwanke ich immer rum. Ja, da kommen wir wahrscheinlich nicht in einen Split, würde ich sagen. Doch klar, wenn Dresdens Marius registriert. Ja, und Toffi halt. Ja, das heißt noch nicht, dass wir dann in einen Split kommen, weil die schon ein bisschen auseinander sind. Hoffi, du musst ein bisschen I-Rating verlieren. Ist so, fahr mal scheiße, wie immer. Ja, super, und dann verliere ich auch noch Safety, werde ich niemals A. Doch, dann verliere nicht Safety Rating, sondern geh einfach vom Gas und lass die Leute vorbei. Hoffi, wenn du morgen mit 0 Inks durchfährst, hast du A. Vielleicht schaffe ich es auch jetzt nach diesem Rennen. Ja, nach dem Rennen, weiß ich nicht. Ich habe bis jetzt immer viele Formula Renault bekommen, auch trotz Inks. Junge, er macht ja auch einen auf Star Wars, ey, mit seinem Renault. Das ist so witzig, wenn die Leute am Bunny Open sind. Ich weiß nicht, ob das Auto aus der Luft wieder so auf die Strecke fliegt. Und das hat die übelst geile Bewegung gemacht, ey, so richtig so wie Tony Hawk. Ich glaube, wir haben doch ein bisschen zu viel Downforce. War der da free white oder was? Messt überhaupt Nummer 20? So, was heißt hier der über dich? War das der Typ, der mich abgeschossen hat, oder? Weiß ich nicht, aber der ist hinter dir. Der hat mich auf jeden Fall auf der Grasen vorbeigelassen. Wir waren unten schon eine C7, was ist hier los? Achtung, da ist einer weg. Mate, break earlier. Digga, der eine hat schon wieder die Kurve komplett überschossen. Was hat der jetzt gesagt? Keine Ahnung. Ja, weil du geredet hast. Jetzt habe ich zum Glück die Lenkung aufgemacht und mich vorbeifliegen lassen, aber... Junge, der ist ja noch in die Auslaufzone, musste er reinbremsen, der Typ. Dieser... 90 Grad links. Ist doch dann kein Wunder, wenn in der ersten Runde dann erstmal Leute abfeuern. Wahrscheinlich macht das extra. Und so. Ey, Fabian, weißt du, wer mich ein I-Rating geedit hat? Wer denn? Nils, die 98. Cool. Ein I-Racing meine ich. Alter, der hat ein Bild drin, da lachst du dich kaputt. Lol. Vor allem die versauen eigentlich auch nur in iRacing, die fahren irgendeine kleine GT3-Liga mit und sonst nichts anderes. Das hat bei SAD mitzufahren. Wo die mal Konkurrenz haben. Ich glaube, die fahren immer noch Pilzebude, die zwei. Nee, die fahren auch iRacing, irgendeine iRacing-Liga von VR, glaube ich. Ja, Bobspeed Cup heißt der. Ja, ach ja, Bobspeed. Das ist irgendein offizieller VW GT3 Cup im Z4. Geil, ne? Mit dem Z4, ja. VW. Ah, alles klar. Aber ich dachte mal, es hat die auch gut zu fahren, weißt nur du? Nur weil zum Beispiel der Mike und ich eine offizielle von Walkenhorst abgesegnete GT3-Meisterschaft fahren, mit dem Namen Walkenhorst, heißt es trotzdem nicht, dass das an die riesige Glocke gehängt wird und mega öffentlich ist. Und eine sehr exklusive und private Meisterschaft. Ja, aber die zwei, das sind auch ganz, ganz eigene Leute, ey. Jo. Nils G. und Grin. Sind das Lappen? Nein. Lappen können, nicht? Ja, okay, fahren, aber... Ich weiß, hat der Nils G. Sensenpark gebessert vom Fahrstuhl? Der hat immer die Reifen kaputt gefahren. Nicht. Keine Ahnung, es kommt immer drauf an, was für Strecke, was für Auto. Dann war der Nils G. auch mal gut. Oder der Grin, der hat teilweise in GT13 so, hat er viel rasiert. Ach, der Grin war immer OP. So, und aber in iRacing, Ich wette, ich bin schneller als sie. In GTA 2? Nein. Doch? Nein. Ich war in GTR 2 auch sehr schnell. Hoffi hat den Shooter drüber. Weiß ich nicht, bin nie mit denen gefahren, von daher kann ich das auch nicht beurteilen. Nein, GTR 2. Ja, ja, klar, deswegen finde ich das auch gerade. Gegen Grimm, David, keine Ahnung, weil ich habe David nie in GTR 2 gesehen. Ich kann es GTR 2 nicht mit iRacing vergleichen. Deswegen finde ich es auch scheiße, dass David einfach so raushält, ich bin besser als die große Fresse wahrscheinlich. Ist so wie Lauren. Schreckt wie Lauren. Schmeißt ihn nur raus. Ich sag ja wenigstens nicht, dass sie schlecht sind. Ich sag nur, dass ich zu trauen würde, gegen die schneller zu fahren. Ja, geht ja zwei nur ausgelöst. Massenschlägerei. Und
Tor für Schalke. Oh, bei einer Wand geküsst. Oh, pass auf. Ja, die zwei. Aber beste Fall, weißt du noch, mein Rennen mit dem R8 der Messe auf Melbourne, wo ich da einfach mal alles rasiert habe? Warst du nicht da auf dem Lappenserver? Ja, da waren wir doch, weil der Server 3 voll war und mir einer meinen Gesamtsieg geklaut hat. Aber wo ich pro Runde einfach mal 3 Sekunden schneller war als alle anderen GT3s. Der Gesamtsieg war weg, weil jemand in einer Box war. Ja, weil ein SGT meinen Boxenplatz eingenommen hat, sonst hätte ich Gesamtsieg, also Gesamtklassensieg gehabt. Dein erster, ne? Das wäre mein erster gewesen. Oh, Alter, da hast du aber Leben ziemlich erfüllt auf der Bude. Hast du schon mal einen Gesamtsieg gehabt? Ja. Was war das denn? Ja, jetzt kommt so Paul Ricard mit dem LMP1er gegen Flambo. Wie hast du das denn geschafft? Echt eine gute Frage. Ich bin der 15 gefahren. Fertig. Was bist du gefahren? Ja, R15 bin ich gefahren. Na gut, mit dem R15 warst du auch schnell. Ja. Na, ich glaube, Flambo hat den Start voll verkackt. Mit dem R18 und ich konnte halt sauber durchfahren bis zum Ende hin. Ja, 100 Runden Rennen von Sonoma, da hätte ich ja auch fast beinahe einen Gesamtsieg gehabt, nur Server musste ja abschmieren. Da war ich am LMP2 so flott. Und das Beste war einmal das GT1 Rennen von mir, was ich geplant habe auf Spa, da habe ich einfach mit der C5 gewonnen. Zwar nur Server-Sieg, aber ich habe mit der C5 gewonnen. Wow, was ist denn der erste Ruf? Der hält erstmal den zweiten auf. Wie viel bist du denn, Dritter? Ja. Ich bin 12. Der Ruf hat hinten auch schon alles kaputt. Da ist der Andy wahrscheinlich schon draufgefahren. Also das nächste Langstreckenrennen official ist 6 Stunden Watkins Glen. Nee, ich glaube zuerst kommt 24er. Ja, das ist aber nicht official. Doch. Das ist official? Von Allwissen gibt es auch einen 24er von der Schleife. Ich dachte, das macht nur SRD. Nein, das macht nicht nur SRD. Ich glaube, einen Monat später, eine Woche vom richtigen Rennen, sind dann immer diese iRacing-Events. War bei Daytona so, war auch bei Sebring so und Sigma wird so weitergeführt. Ja, was kommt denn als nächstes? Das geht ja an eine IMSA ran. Da müssten sie ja auch eigentlich 6 Stunden von Spa machen und so ein Scheiß. Ne, wegen 24... WC. Nee, dafür gibt's auch 24 Stunden von Spa. Für BES. Dann gibt's noch Watkins Glen. Watkins Glen sind aber nur 6 Stunden, ne? Ja, ich fährt der IMSA ja auch. Dann kommt noch Petit Le Mans. Rote Atlanta. Ja, und dann kommt noch 1000 Kilometer Bratwurst mit den V8 Autos. Nur mit den V8? Ich denk mal schon. Halt wie V8 Supercars halt, Serie. Ja, die fahren doch im Rahmen des GT3 Meisterschaft. Meine des 12 Stunden von Bachelors fahren die doch. Der hat doch GT3, Cup Porsches und V8 Supercars, meine ich. Nee, klar. Oder nur GT3s und V8s. Oder die V8s nehmen so dran teil. Oder auch GT4 und so mit. Ja, ich glaube, V8 macht eine eigene 1000 Kilometer Serie auf Fahrtgröße. Ja, das kann aber auch sein. So, dann ist da noch V8 das... V8s fahren zweimal Langstreckenrennen auf Barfürst im Jahr. Einmal alleine, einmal mit GT3s und GT4s. Gibt's denn noch für Langstreckenrennen? Ich weiß noch, dass Formel 1 auf Monza fahren wird. Okay. In der Rahmenserie. Langstrecke. Ja, halt das voll 100% Distanz. Das du hörst schon hinter dir. Ja, ich werd's nochmal fahren. Ich auch. Was noch? Was gibt's dann noch? Sparhammer Abgang? Ich glaube, das war's. Dann gibt's noch Le Mans, was irgendwann kommen soll, wenn die Strecke da ist. Also viele Langstreckenrennen gibt's auf der Welt halt nicht. Ne, ich glaube 10 Stück macht iRacing. iRacing macht doch alle NASCAR-Rennen, Mann. Ja, das ist doch keine Langstrecke. NASCAR ist keine Langstrecke. Ja, aber im Oval. Ja, der fährst alleine. Ja, genau, so von 4 Team. Hat iRacing nicht irgendwo so ein Schedule, wo man die Termine sehen kann? Ja, hat es. Guck mal im Forum. Irgendwo im oberen Drittel müsste irgendwas stehen. Ich glaube Special Events oder so. Ja, das ist aber official, da kommt, kriegst du nur Safety Rating, kein I-Rating, ne? Ja, natürlich. Warum kriegt man da eigentlich kein I-Rating? Ich weiß auch nicht. Dann wird auch schon mal erklärt. Ja, das liegt da dran, keine Ahnung. Sonst wird es halt sauschwer, das I-Rating zu berechnen, ne?
Das war dann voll unfair. Stell dir vor, dann zum Beispiel Marius fährt dann bei Glacier Racing mit. Verkackt ja. Total. Er ist zwar total langsam, aber zum Beispiel setzen die ihn dann nur für einen Stint ein. Die fahren dann das Rennen zu Ende. Er dann im Topspit gewonnen. Kriegt er was auf einmal? 5000 I-Rating? Ich glaube nicht. Right side. Clear, clear, clear. Aber ich finde mindestens so bis 100 plus könnten die schon gehen. Oder einfach jeder, der an den Langstreckenrennen teilnimmt und ankommt, kriegt irgendwie 5 iRacing Dollar oder so. Das wäre doch geil. In der langen rechten Force vor mir gehabt, toll. Sind alle wieder an mich dran. Kannst du ja wieder losfahren. One on the right side. Nee. Still there. Clear. Weißt du, Jonas, ne? Wir schreiben über ihn, dass er sich ein Netzwerk holen soll. Nein, er haut ein Bild rein, dead ass. Und jetzt schreibt er mir in WhatsApp, du stehst auf AMG, ne? Ich stehe eher darauf, kleine süße Jungs im Headset zu verwöhnen, ey. Oh, Schwuchtel. Was bin ich da auf Platz 4? Wo bist du denn eigentlich? Platz 8? Ich bin 8. Jei. Abgeschossen werden und dann 8er ist schon ganz okay. Boah, wenn ich jetzt noch die ganze Zeit rankomme an die Leute vor mir, also Top 5 könnte drin sein, wenn noch einer da vorne auch Reifen wechselt. Sei froh, dass es nicht official ist. Oder? Was ist nicht official? Ist official? Der Trendy ist official. Achso. Also selbst wenn ich 8er ankommen würde, würde ich jetzt plus Safety-Rating kriegen und auch kräftig I-Rating. Weil ich bin vom Lesen. Samuel, let me pass, please. Start Nummer 14, also. Sagt gerade eben, ja, ich lasse jeden vorbei, Safety Rating first. Oh, let me pass, let me pass. Weißt du? Ja, was ist passiert denn, wenn der so am Bunny hoppen ist und der landet auf einmal in mir? Ich hoffe, das wird nie passieren. Ganz fest Daumen drücken. Ich so komplett durchs Bar, Alter. Jetzt mal einen Luftausflug machen. Dann kriegst du auf einmal den Helikopter vom Himmel. Balance Accept. Und dann Car Contact mal 4. Left side. Clear, clear, clear. Puh, das war spannend. Wie lange geht denn ein IMSA-Rennen? 45 Minuten. Die ganze Season über. Nur nimmt halt keiner dran teil, ne? Doch, jetzt am Abend geht es langsam. Kommt vielleicht auch auf die Kombination an. Es gab mal Limeburg-Packer mit IMSA, ne? Geil. 30 Leute durchgehend. Weißt du, wie voll das war? Das war die vollste Scheiße, die ich je gesehen habe. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Nieder hat gut mitgearbeitet. Es gab keine Probleme beim Überrunden. War so geil. Five Laps of Fuel Left hat er mir gerade gesagt. Okay. Es hab noch ein bisschen mehr. Da müssen wir dann Benzin. Also ich mach 5. Ich hab noch 5,5. Ich hab 5,8. Was machst du mit deinem Benzin? Alter, ich hab in der ersten Runde mehr verbraucht. Dicker, ich hab im ersten Rennen mehr verbraucht wie du. Vorbei. Where? Oh. Das erste Mal, dass ich jetzt während des Rennens mit zwei Händen fahre. Das
jetzt mal ein bisschen optimistisch. Na, es kommt der nächste von hinten, oder was? Ey, wie langsam bin ich denn auf einmal? Hey Fabian? Ja. Überlegen, ein Video zu machen für unseren Channel, wie ich ein GTA 2 über Targa-Ballere mit einem Gruppe 5 Auto. Nur ich weiß nicht welches. Porsche, Capri. Boah. Ich würde den Celica nehmen. Celica hat leider keine Leistung. Deswegen würde ich Celica nehmen. Nein! Alter, Big Boost, Digga. I need Big Boost. Auf Targa wärst du dankbar, wenn du einen Celica fährst. Digga, ich bin schon Schleife mit dem Porsche gefahren, das war kein Problem. Dann war es nicht realistisch. Doch, ich bin an jedem mit 320 vorbeigeflogen. Das war realistisch genug. Nee, ich so die kleinen Autos schleife immer vor mir, auf einmal kommt Döttinger Höhe, ich so, ja, der Turbodruck steigt und steigt. Ich sehe, wie die Tachonadel langsam Richtung 350 geht und sag einfach nur noch, tschüss BMW, die kamen nicht hinterher. Der Porsche war ja so auch einer der schnellsten in der Gruppe 5. Ja, das war das OP-Auto. Wenn du gewinnen wolltest, musst du nur Porsche fahren. Kurvenleistung der Celica und so im Allgemeinen der Capri. Den Rest konntest du knicken. Ja gut, die anderen waren wahrscheinlich auch schon Division 2. Genau, gut sein. Ja, das war so. Ich weiß nicht, fahr ich Rufkap mit oder nicht? Ja. Welche Strecke? Nordschleife. Ja, Nordschleife. Ah, ich lade immer so ungünstig. Ja, ne, jetzt immer wenn IMSA oder BSS ist. Ist so, total dumm. Im Prototype halt, was kaum noch einer fährt, zu ist genau dann frei. Wie viel Uhr gehen die Formula Renault Rennen nochmal los für Le Fort, ne? Keine Ahnung. Bin nie gefahren. Noch nicht gefahren in dieser Saison. Weil du hast auch Spa nicht. Kaufst dir, kein Geld. Okay, mach ich gleich. Tu's nicht. Hab noch 150 Euro. Spar die dir lieber. Und hol dann nächsten Monat. Der holt sich doch nächsten Monat alle BSS-Strecken. 60 Euro, ja, 60 alle Teile. Alle BSS und IMSA-Strecken. Ja, die holt er sich plus alle. Plus McLaren. Alter, jetzt übertreibst du aber. Lass ihn doch, wenn er Money wasten will. Alter, zwei Strecken sind gut. Strecken sind auf jeden Fall gut. Ich will aber die ganze Serie fahren und da muss ich ja dann die nächsten Monate nicht mehr machen. Ja, eigentlich schon. Ja, ich hab mir aber auch schon. Also ich habe auf jeden Fall bis zum nächsten Gehalt, also übernächsten Gehalt, jetzt habe ich auch schon meine BSS-Strecken gesaved. Da holen wir auch jetzt 5 Strecken und ein Auto. Ja, Watkins Glen habt ihr ja schon, ne? Nee, Watkins Glen, die wollte ich mir übernächsten Monat holen. Weil nächste Woche ist ja eben so Watkins Glen. Da hätten wir schon mal trainieren können. Ja, dann hole ich mir nächste Woche Watkins. Ja gut, dann hole ich mir auch Watkins Glen. Boah, muss ich aber irgendwas aus meinem Warenkopf. Für was denn? EP. Jetzt IMSA, also Roderick, ne? Ach, du bist hier 7? Ja, kann es dir mal geben. Der hat aus Hühler einfach mal so ein Setup rausgekramt. Hat super funktioniert. Viel besser als das Sebring-Setup. Ich glaube sogar auf Sebring wäre das Setup schneller. Ja, okay, das war es jetzt nicht. Vielleicht auch das nicht. Aber ich fand das auf Sebring ganz gut, weil es dadurch stabiler war als zum Beispiel das jetzt. Ja. Ja, Sebring hat ein stabiles Auto gehabt. Ja, ich lege Wert auf idiotensichere Setups, damit auch die größten Vollidioten fahren können. Ich habe bei mir drinne den K&N, Impala, Indianapolis, Sonoma, Monza, Rota, Daytona und Road Atlanta. Sind das alles GT3 Strecken? Ja. Dann guck mal im GT3 Kalender, was nicht
im April gefahren wird und schmeißt die Strecke raus. Der Fahrer Telly wird im Emil Frey GT3 fahren, ne? Bitte was? Ich sagte, der Stefan Ortelli wird GT3 fahren vom Emil Frey, den Jaguar. Cool. Der ist auch bisher immer mit McLaren gefahren. Nee. Vorletztes Jahr zumindest. Letztes Jahr weiß ich nicht, aber vorletztes Jahr. So, der nächste, der mich zum CSGO einlädt, fliegt aus meiner Freundesliste. Habe ich jetzt ernsthaft nee, wieder Spiel nicht spielen. Da bin ich gestartet. Alter, viel. Alte 4 funktioniert bei CS nicht. Warte mal. Sieht der Pitvote jetzt schon? Ja, bei mir auf dem TS, dann kick ich ja, den. Ja, wenn du früher reingehst, machst du Zeit gut, ne? Ja, geh ich jetzt rein. Ich hoffe, keiner da rufert rein. Gut. Schade. So, Tank auffüllen, Reifen wechseln. Jawohl. Wie fast alle reingehen. Nur weil der Leader drin war. Leader, ja, tschüss. Leader. Ja, fahr du mal. Guck mal, da kommt der erste schon wieder raus. So viel Rückstand hattest du. Wo ist mein Boxencrew? Da hinten. Ich feuer jetzt den ersten ab, Alter. Und du warst auf Twitter, ne? Ja. Okay, dann bist du gleich Zweiter. Ich bin zu weit vorgefahren. Im April? Also ich habe jetzt auf jeden Fall... Nicht was im April gefahren ist, sondern was nicht im April gefahren wird. Ich habe auf jeden Fall bis... Monza, und Monza ist... 19.04. habe ich auf jeden Fall safe. Ja, und Sonoma wird ja auch gefahren, die will ich auch unbedingt haben. Aber wenn nicht, dann... Ach, ich pack einfach Watkins Glens hinzu, ey, mein Gott, dann geh ich halt mal ein bisschen mehr für iRacing aus. Lol, der Feedback sieht jetzt weggedreht. Ach, später holst du dir die Strecke sowieso, Mann. Ist deswegen, ja. Vor allem jetzt ist es sogar besser, sich dann mehr zu holen, weil dann Spaß zu. Oh, ich hab wieder viel zu viel Sprit mitgenommen, ich Vollidiot, ey. Ich kann wieder heulen. Ja, es ist, weil ich hab gesagt, Maximalbudget, was ich für... iRacing im Monat ausgebe, sind 100 Euro. Mehr aber auch nicht. Ich wollte mir eigentlich schon seit 2 Monaten eine neue Tastatur kaufen, aber iRacing kam dazwischen. Jetzt brauche ich die neue Tastatur nicht mehr. Wieso? Ich fahr Tastatur. Nee, auch wegen CSGO wollte ich mir eine Rocket holen für 200 Tacken. Bist bescheuert. Mechanische Tastatur. Ja, trotzdem. Eine mechanische Tastatur kriegst du trotzdem für unter 100, die genauso gut ist. Sogar eine, die leuchtet. Welche hast du denn? Ich habe keine mechanische Tastatur, weil ich diesen Anspruch einfach nicht habe. Weil ich das auch schwachsinnig finde. Das ist nur der Placebo-Effekt, Alter. Das ist geiler beim Tippen und so, aber das macht dich überhaupt nicht besser beim Moven. Danke. War auf jeden Fall cool, dass mir der nächste reingefahren ist. Wäre ich bloß an die Boxen gegangen, wäre das nicht passiert. Ist so, aber nein, du musst wieder alles besser wissen. Ach so, du meinst selber, fahr mal weiter. Ich bin Fünfter. Ne, du hast gesagt, tschüss. Und ich so, ja okay, fahr ruhig mal weiter, kein Problem. Scheiße, wie viele Leute sind vor mir gekommen? Wie viel Zeit habe ich verloren? Tja, weil du zu weit gefahren bist. Ja, okay, das auch. Und zu viel getankt. Junge, wenn du 25 Liter getankt hast, hast du überhaupt nicht. Ich habe 30 Liter getankt. Ja, warum? Weil ich sicher gehen wollte. Vielleicht fahren die ja hier noch eine Runde länger bei dem Wetter. Ey, das ist doch nicht im Ernst. Weißt du, ich krieg schon, weißt du, ich kriege 15 I-Rating plus und minus 0,06 Safety. Ich bin so sicher, nur weil mir einer hinten reingefahren ist, ey. Das verdirbt doch schon wieder die ganze Lust am Fahren.
Morgen BS 0 Inks, dann hast du A. Ja, morgen. Warte mal. Der Dings hat denn keine gesagt, da ist keiner. Ich fahr keine Halbe, das kotzt mich so sehr an. Fabian, was ist da los? Du bist nur noch 9 Sekunden vor mir. Ja, Digga, du hast gerade eben was gesagt, ja? Hast du wieder vergessen? Ist anyone else been stuck in the pit? Just watching the pit, sir. Nee, ich hab ja schon mal das Richtige gesagt, aber dass du so viel Zeit verlierst, kann ja gar nicht sein. Ja, okay, ich hätte die Optional Repairs machen sollen. Ah, deswegen bin ich auch so langsam. Clear? Ich glaube, mein Heck ist wahrscheinlich komplett krumm. Aber ich fahre jetzt einfach so zu Ende. Mit 11 Inks. Was soll's denn? Ja, die Queue incoming. Nee, ich hab bisher nur einen einzigen Off-Track. Also. Ja. Nur ein Ink selbst verschuldet. Right side. Komischerweise habe ich das eine Mal erst Contact 0 bekommen, dann habe ich mich gedreht dabei, weil das Ghost Contact war. Dann ist er mir noch reingefahren. Der nächste. Die Bühne ist leer, keine Zuschauer. So ein Scheiß will sich auch niemand angucken. Cool. Gut, dass ich diese Runde länger gefahren bin. Obwohl mich einer gesehen hat, habe ich Zeit gut gemacht. Oh, Fabian, das wäre jetzt ein geiles Dreier-Duell. Ich fahre jetzt Rufkap. Okay. Viel Spaß beim Easy I-Rating fahren. Right side. Oh, 360 Grad Video vom Williams Martini. Habt ihr heute freies Training Formel 1 geguckt? Nö. Nee. Ich verstehe einfach nicht, wie kriegt man so 360 Grad. Bisschen wie geht. Indem man erstmal sein Internet wieder heim macht und man dich versteht. Hält dich der Typ auf? Ich weiß nicht, wir hatten gerade eine Überrundung. Boah, fuck, das wird eine lange Nacht. Warum, Alex? Ja, wegen Ultra. Ist immer so geil, bei Twitch sich irgendein Musikfestival anzugucken. Ja, in Miami. Hallo? Das ist heute. Ja, aber Alex, das ist heute ist doch scheiße. Selber spielen. Alex, das wird eine lange Nacht, habe ich gehört. Oder von Unge den Stream gucken, da wollte ich jetzt reinschauen. Oh, meine Fresse. Ich gucke jetzt hier Ultra. Ich muss erst mal meine Lenkradkabel wieder richtig binden hier. Lol. Jetzt stecke ich mein Lenkrad garantiert nicht rein. Alles klar, Lenkrad. Und die Show ist um 8 Uhr zu Ende. Morgens bei uns, ne? Nur mal so als Info. Oh ja, Hoffi, steck wieder das Kabel rein. Oh Gott. Hi, Ings. Hallo, Stream. Scheiße. Das zum Thema Hallo, Stream. Boah, es muss an den 18 vorbeikommen irgendwie, der hält mich so auf. Der hält dich überhaupt nicht auf. Der regt mich auf. Okay, das kann sein, aber... Wo ist der Ford? Da ist der Ford. Ich dränge mich auch noch zwischen, ja? Okay, danke. Der brüllt dich gleich an. Ah, Mama!
Das hat sie gerade richtig angehört, die Antwort, der David. Hast du jetzt ernsthaft wirklich während du in das Mikro Amina geschrien? Ja, Amina! Er hat einen Soundboard und hat seine Stimmschande. Ich kann das jetzt nicht machen, ja, das geht nicht. Kannst du am Typen jetzt bitte mal vorbeifahren? Hoch die Hände, Wochenende, dürp. Ach, ich hab ja ein Wochenende. Abrissparty ohne Ende. So, genießt man's Leben. No, motherfucker, I'm goddamn true. Amina, call! Amina! Amina! Okay, ist gut. Genug fürs Behinderte sein. Und mal gucken, wie viel Aufrufe das Video hat. Keine Aufrufe, ich lösche es wieder. Welches? Direkt das ganze Leben löschen. Ja, ich hab's mir noch nicht angeguckt. Und vor allem, das ist ja noch nicht mal eine Stunde her, wo du es hochgeladen hast. Ja, wir haben es zwar angeguckt. Ja, doch, eine Stunde oder so. Weißt du, da hast du 5 Abonnenten und es hat noch keiner gesehen. Ey, ihr könnt mich doch alle. Ich höre euch hier auf. Da ist die Tür. Da ist der Tür. Ich kann dir auch sagen, dass du mindestens 3 Abonnenten recht gut kennst. Ich glaube, ich habe ihn nicht mal abonniert. Was ist das Problem? Das ist ja traurig. Nee, ich will aber jetzt nochmal die Zeit raussuchen und poste ich es auf Facebook. Okay. Ich abonniere auf Facebook. Kollegen und Friends immer aus Höflichkeit. So, ich bin an einem Typen vorbei, der hat sofort instant 1,5 Sekunden Rückstand. Weil er es nicht mal auf den Ball kriegt. Ey, cool, der Ruf hat mich ja überhaupt nicht aufgehalten, hat mich nur 2 Sekunden gekostet. Hey, das war gar kein Ruf zum Glück. Das war ein Ford GT. Oh, haben wir das für Stundenrennen noch hier drinnen, ne? Warum ist der Drittplatzierte vor dir? Hat er einen Fehler gemacht? Oder bist du so? Nein, ich bin im Fight einfach nur. Wenigstens hat iRacing eine große Datenbank, das gefällt mir schon mal. Jo. Vor allem mit den ganzen Results, dass du die einfach alle hast. Du weißt schon, die werden nach 7 Tagen gelöscht. Das glaube ich nicht. Ich meine, warum Alter, ist mein allererstes. Wenn einfach mal länger dauern warum, würde ich warum nicht ist denn, fahren, ja. Warum ist denn mein allererstes Matz? Warum sehe ich denn hier gerade mein allererstes Matz da rein? Ihr müsst gleich im Stream reinschauen. Shut the fuck up. Ich glaube, der Trennlad ist auf YouTube hoch. Ja, ist doch eh keiner. Ja, und ich will aber Qualität gucken, ob die in Ordnung ist. Ja, gut. Nein, nee. Gesagt. Mario Chef, von denen habe ich erstmal ein paar Kommentare auf der Seite gelöscht. Er hat ja alles kommentiert von uns. Scheiß Videos. Der weißt du, ich lade ein Video mit Easy und er. Ich lade ein Video hoch, wo ich als Kommentar Easy schreibe und er schreibt drunter Easy. Was ist das für ein Sinn? Hätte er schreiben können, erster. Also auf Facebook oder auf YouTube? Facebook. Ach so, dann juckt es auch keinen. Da, geht doch. Kannst du mich mal, Felix? Jonas, hol dir jetzt mal verfickt nochmal ein Headset, ein File-Racing. Jonas, ich soll dir von Fabian sagen, dass du dir verfickt nochmal ein Headset holen sollst und iRacing fahren sollst. Keine Ahnung, aber ich sag's dir einfach. Okay. Jawohl. Drittplatziert ist weggehauen. Wie viele Runden haben wir denn noch? Noch 3 und ich habe 6 Runden dabei. Ach du Scheiße. Direkt in 956 gefahren, ohne Windschatten. Road America. Ja, Fabian, ach, Alex, hau mal auch mal Twitch-Link hier rein. Alter, habt ihr nicht gefollowt? Ja, mein von Ultra. Oh, von Ultra, du Vollidiot. Ja, Twitch TV / Ultra. Captain Obvious. Twitch TV / Ultra. Ich gebe auch noch Komma ein. Du brauchst ein Komma.
So, ich würde sagen, ich hole die Kiste Bier. 76.000 Zuschauer? Kann man auch donaten? Du kannst subscriben. Und du wieder Chat aus, das ist der Unsandstorm. Nee. Du. Wolle, du kannst weißt auch Dings machen. Check machen. Dann wirst du vielleicht aufgeschreiben. Der muss den schreiben dann. Vor allem, er macht da Musik, zwei am Tanzen, der Rest ist da am Chillen. Was für ein Fett. Der Fettsack, der da am Tanzen ist. Ja, aber der hat in Barcelona. Der muss abnehmen. Okay, der war lame. Vor allem, wenn Alex Stream guckt, kackt seine Internetverbindung voll ab. Wenn ich gucke, nö. Was? Was hast du gerade gesagt? The fuck up. Halt die Fresse, wenn du mit mir redest. Okay. Ja, gechillt am Tanzen sind, ey. Och, die hätten aber Ende. Aber ist das für den DJ nicht ein bisschen kacke, der da kein volles Publikum hat? Ich glaube, wenn man da auftreten darf, dann hat man alles erreicht in seinem Leben. Nein. Neben Tomorrowland. Nee. Du musst auf Tomorrowland auftreten. Dann hast du alles erreicht. Oder bei DEFCON 1. Aber Ultra ist so Top 5. Jungs, EDC Electric Daisy Carnival, da sind 103 Riesen. Stages. Wir müssen mal am Ostersonntag zum Inselfestival kommen. Nein. Müsst ihr euch mal Ostersonntag einen runterholen, Polen. Das ist auch ein geiles Feeling. Nach Polen. Wir müssen dann nach Kiel hoch. Größtes größtes Indoor-Hardstyle-Festival Deutschlands. Indoor auch noch, Alter, das stinkt mal nach 10 Minuten. Nein. Ja, kommt drauf an, wo du Indoor bist. Ja, nee, komm, ist Indoor. Ich will mal gerne auf so eine Color Splash Party gehen, aber hier Mann. Ist irgendwo. Nimm's eine. Geh ins Ox. Wasser kostet extra beim Insane, kostet das extra 0,2 Liter Flaschen. Wasser kosten 4 Euro. Und Toiletten werden kontrolliert, ob du dein Wasser nachfüllst. Also. Ich war gestern. Da kann ich ja gar nicht darin rum. Doch, das kannst du schon. Musst du halt dein Wasser in eine Flasche füllen. Nein! Nein! Tschüss! Tschüss! Ey, Alex, ich war gestern. Bei uns in Brilon da, die von mir aus der Clique, die haben auch alle Abi jetzt. Und also müssen sie noch die Prüfung und so schreiben. Und haben die auch schon gefeiert heute? Ja, klar, das ist ja heute letzter Abi. Heute ist ja letzter Tag gewesen von denen in der Schule. Die haben jetzt im April noch die Prüfung, danach ist fertig. Oh Mann, so. Bei uns auch an der Schule. Und da ist man natürlich voll im Feierrausch. Und gestern haben die mich einfach mal mitgenommen ins Becks in Brilon. Das ist so eine Jugendkneipe, ne? Wo halt wirklich sitzt da und siehst nur Abiturrent und denkst dir so, scheiße, du hast kein Abi, was machst du hier? Auf jeden Fall hat dann einer eine Säule bestellt. Der hat eine Säule bestellt. Da waren 3 Liter Wodka E drinne für 55 Euro. Säule, der muss ein Tower. Ein Tower, genau. Dieser Säuf. Nee, ich hab davon nichts zu tun, ich wollte dafür kein Geld ausgeben. Ja, und ich musste zumindest in der Schule sein, statt da hochzugehen und zu trinken. Glaub mir, das war eben zu Ende. Ja, eben, und danach war es eh zu Ende. War jetzt einfach die letzten. Zwischen 10 und 12. Gibt's gleich noch eine extra Runde? Ja, es gibt noch eine Runde. Da muss ich 2,5 Runden mit der Chromkarte fahren. Ja, warum fährst du auch so scheiße? Junge! Das war wieder nicht ich! Ja, warum fährst du trotzdem so scheiße? Ich hab null Links. Ja, okay, weil du nicht abgeschossen wirst zweimal und dann nicht noch von dem scheiß Ruf nach draußen gezwängt wirst, Mann. Dann bleib dahinter. Ja, auch mal den Mann. Ich würde mal gerne die Grafik. Ja, man bleibt dahinter, aber nicht, wenn er sagt. Halt dein Maul. Wenn er die ganze Zeit vor dir fährt, dann sagt er pass right im Chat, du fährst rechts an ihm vorbei, er macht auf einmal die Tür zu. Vielleicht war er es ja gar nicht. Doch, das war er. Sondern Manuel Neuer.
Nee, hier die Nummer 7, die spammt immer per Swiped, obwohl die C7 fährt. Aber das Geile gerade ist, die C7 fährt sich genauso wie davor, nur halt, dass das Lenkrad auf 45 Grad nach links fest ist. Halt auf der Geraden hast du 5 km/h weniger, aber. Weiße Flagge. Ja, musst du abnehmen, da hast du wieder 5 km/h mehr. Abnehmen. Ja gut, ich hab 2 Runden zu viel. Kann ich nicht mehr rechnen, aber ja, du ein Abitur. Ist so, ey, ich krieg Abitur, kann ich mal rechnen. Weißt du? Ja und? Da sieht man wieder, wie gut das Schulsystem ist. Ey, die hatten da einen Sack, ne? Rückbildungsniveau. Ja, in der Tat. Möchte man an mir. Ne, die hatten da einen Sack auf der Abi-Fete, Rippenbildungsniveau. Ja, ist so. Ganz ehrlich. Right side. Clear. Und ich sag mal so, die Hälfte steht wahrscheinlich so scheiße im Abitur, dass die, wenn die eine Prüfung verkacken, kein Abitur haben. Und 30% sind vom bestimmt nachher schwanger. Aha. Okay. Ja, so besoffen wie die heute waren. Wir haben heute auch schon wieder, heute schon wieder Probetag von neuen Leuten, Alter. Richtig sexy Grills haben wir jetzt im Laden, Alter, ey. Geil. Boah, ich hab nach einem Monat rausgeschmissen, weil ich scheiße arbeite. Ich Weil ich die auf dem Klo knalle und dem Chef sage, die sind nicht gut, raus, aus die Tür. Ja, und dann schmeißt er dich auch noch raus. Weil er wahrscheinlich Videoüberwachung hat auf dem Klo. Und alles mitkriegt. Dann im Büro vom Chef. Mein Chef bei Edeka war geil, Alter. Du konntest Edeka nie länger als 2 Minuten auf Klo gehen, ohne dass er gleich kommt und. Was machst du hier so lange auf dem Klo? Muss arbeiten. Dicker, ich muss kacken. Verstehe ich. Ja, das musst du aber in der Pause machen. Ja, ja, ist das für ein scheiß Chef, ey. Würde ich einfach die Scheiße in die Fresse werfen. Okay, scheiß Chef. Ich bin immer so glücklich, wenn ich bei dir auch. Hat uns mehr als Mindestlohn gezahlt und wir haben noch Urlaubsgeld bekommen. Oh, ein extra Monat Strecke. Plus. Weil das Standard plus Weihnachtsgeld, ein extra. Und der Simon fährt mit mir. Welcher Simon? Jesus. Ich hab die Nummer 5. Bist du wegen Quali gefahren? Ich starte aber als 6er, weil einer Quali gefahren ist. Ah, egal, irgendwie die erste Runde. Ja, das heißt, wärst du gefahren, wärst du jetzt Zweiter. Er ist nur 9-12 gefahren. Alter, David, deine ganze Front fehlt. Ja, stell dir das vor und ich fahre jetzt trotzdem noch. Und zwar gar nicht mal so langsam, dann noch in 2 Minuten 6 gefahren. Okay, das ist schon ein bisschen langsam, aber mit so einer Karte jetzt noch problemlos zu fahren? Die fährt sich jetzt stabiler, Alter. Nicht. Ach ja, Karfreitag ist ja bald. Und da ist frei? Ja, ich hab Ferien. Ich muss den Samstag arbeiten, hab ich so keinen Bock drauf. Ja, ist noch irgendwie alles sauber ans Ziel gekommen. 6 Monate gratis Windeln. Kannst du gewinnen. Oh Mann, ey. Ja, oh, der Andrew, der hat Glück, dass du jetzt ganz schnell verschwindet, Alter. Dem hätte ich gleich noch einen Roman geschrieben, Alter. Na, Reifendruck, wie sah der aus? Ja, kann man nehmen eigentlich. Vielleicht noch einen Klick niedriger Alter, machen. Alter, Mann. Dass ich mit der Karte angekommen bin, das grenzt ja an ein Wunder. Ja, ich sehe die gerade selber, Alter. Oder ein Klick weniger? Nee, das sollte eigentlich schon passen. Happy with third after smart ass made it rewide at two, turn 2. LOL. 12 Stunden Mugello? Ja, ist dieses Wochenende glaube ich auch. Ja, morgen wird erstmal Sebring geballert. Ja, das auch. Geguckt und geballert. So, erstmal rausgehen.
Korrupte Paketzusteller. Wieso? Ach, lese gerade auch was auf Facebook. Herr Stahl, 69 Sendungen. DHL stellt korrupten Paketzusteller eine Falle. Toll. Hey Fabian. Was denn? Du hast Minus. Nein, hast du nicht. Ja, ich hab 3 Inks, ne, 4 Inks sogar, kann sein, da ist sogar Minus. Ja, du hast aber nichts verloren. Cool. Ich hab sogar Plus bekommen. Trotz. Mit 14 Inks? Ah, mit 14. Ne, ich hab Minus bekommen. Ich hab Gott sei Dank. So, ich mach meine Stimme jetzt mal aus.